Hallo, ich bin Dirk Grünberg und die heutige Frage des Tages ist ein Rätsel, das wir gelöst haben auf dem Hundeplatz. Die Frage war nämlich, wir hatten einen Hund, Mona, die manche Leute angebellt hat und andere Leute nicht. Und Frauchen war überhaupt total verwirrt, warum verdammt bellt der Hund den einen an und über den anderen freut er sich. Und es war für sie eben nicht rauszukriegen und wir sind eigentlich mehr durch Zufall drauf gekommen. Wir haben nämlich, okay, Zeus. Wir haben nämlich mal untersucht hier auf dem Platz, wer von uns wird von dem Hund angebellt. Und dabei haben wir eine Gemeinsamkeit festgestellt, die angebellt wurden, waren allesamt Raucher. Und das war halt das Rätsels Lösung. Der Hund konnte Raucher nicht leiden. Warum er Raucher nicht leiden konnte, haben wir nicht rausgekriegt. Aber er mochte den Geruch nicht. Und das ist eben etwas, Hunde haben ja durch ihr verdammt gutes Riechorgan leben die in einer Welt auch voll Gerüche, ja, und die wir nicht so nachempfinden können. Und das bedeutet, dass eben Hunde Dinge mit Gerüchen verbinden, schlechte Erfahrungen zum Beispiel, wo wir eben denken, naja, es war halt irgendein Mann, aber wenn es ein Mann war, der nach Rauch roch, ja, okay, hopp, dann verbindet der Hund das eben nicht nur mit dem Mann, sondern auch mit dem Geruch. Und so ist es eben entstanden, dass Mona Raucher angebellt hat und Nichtraucher in Ruhe gelassen hat und sich über die gefreut hat. Ja, so kann es manchmal gehen. Der Hund lebt also auch in einer Geruchswelt, obwohl die Optik auch eine große Rolle spielt. Aber manchmal sind es eben Gerüche, die den Hund verwirren oder eben reizen. Und die können wir nicht so sehen, auch nicht so nachriechen, weil unsere Nase nicht annähernd so empfindlich ist wie die eines Hundes, aber so ist es eben und manchmal liegt da eben die Rätsel, die Lösung des Rätsels begraben. So wollte ich sagen. Gut, dann bis morgen. Ciao.